Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Bevor das Video losgeht, bisschen Werbung. Und zwar Amino, so eine App, so eine Art schwarzes Brett im Internet, wo es verschiedene Themen gibt. Und da zu den verschiedenen Themen gibt es dann News, Videos, Challenges, Umfragen. Und ich wurde jetzt gefragt, bisschen Werbung für die Pokémon-Sachen zu machen. Gibt es natürlich viele verschiedene Themen, vor allem Animes, auch so One Piece und sowas. Hab gesehen, Akata, so ein One Piece-YouTuber hat auch Werbung für die gemacht. Ich habe jetzt auch schon eine Umfrage gestartet, was ich als nächstes pushen soll. Was aber leider nicht mehr ganz aktuell ist, weil ich habe schon mein Mewtwo, mein zweites 100er, gepusht. Und mich haben auch schon direkt ein paar von euch gefunden auf Amino. Da heiße ich übrigens Hong and Friends. Alles unten in der Beschreibung. Infos zu denen und Infos zu meinem Profil. Könnt ihr abchecken, mir folgen und an der Umfrage teilnehmen, was ich als nächstes auf Max pushen soll. Ist echt ganz praktisch, vor allem weil das auch News sind. Könnt ihr sehen, habe ich Pokémon Go abonniert oder bin ich da drin? Check-in. Dann kommen verschiedene Infos und dann kann man sich mit den anderen austauschen. Aber ich muss Werbung für die Deutschen machen. Also hier der deutsche Feed. Genau, und hier ist meine Umfrage. Könnt ihr später mitmachen? Und da hat auch schon einer von euch mich gefunden. Eure Hong, die findet man auch wirklich überall. Super saftig. Aber jetzt geht's weiter mit dem normalen Video. So, fangen wir erstmal an mit ein paar News. So, gestern, irgendwann im Verlauf des Tages, wurden die ganzen Grafiken geändert. Und dann sahen die Pokémon irgendwann so aus. Ich persönlich finde es nicht so schlecht. Sieht halt aus wie damals das Gameboy-Spiel. Und ich habe so viele Fragen bekommen, was ist da los jetzt? Wird das für immer so aussehen? Und dann kam ein Post von Niantic. Ist wahrscheinlich ihr April-Shirt. Heute ist der 1. April. April, April. Und ich denke nicht, dass es dauerhaft ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht dauerhaft ist. Sondern nur für ein paar Tage. Und für ein paar Tage ist es auf jeden Fall witzig. Ich habe jetzt so viele Leute gesehen, die sich darüber aufregen. Sogar Leute, die haben geschrieben, die hören auf, weil es so aussieht jetzt. Ganz ehrlich, Leute, chillt mal ein bisschen. Es wird wieder weggehen. Gefällt vielleicht nicht allen. Aber es ist echt kein Grund zum Rumstressen. Wen interessiert es, wie die aussehen? Und was ich persönlich sehr lustig fand, in dem Text von Niantic steht was von saftigen Pixeln. Also ganz ehrlich, wenn die das nicht von mir haben, wer nennt Pixel saftig bitte? Man nennt vielleicht Früchte saftig oder irgendwas zu essen, aber wer nennt Pixel bitte saftig? Es sei denn, das ist eine Anlehnung an mich. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu dem saftig und zu dem Aussehen jetzt, zu der Grafik. Gefällt euch das oder gefällt euch das eher nicht? Wie gesagt, das wird nicht dauerhaft sein. Und dann wurde auch noch Shiny Kamux hinzugefügt. Ich habe über 10.000 Kamux-Bonbons. Aber einen Shiny Kamux habe ich noch nicht. Mal schauen, ob ich noch einen bekomme. Das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Shiny Kamux habt. Dann war ich ein bisschen unterwegs, questen. Hatte nicht wirklich irgendwo ein Ziel. Musste eigentlich nur ein paar Kilometer laufen mit dem Buddy, damit ich diese eine Spezialforschung erfülle. Hab nebenbei ein paar andere Quests gemacht, was ich so gefunden habe. Die meisten habe ich weggeschmissen, damit ich immer nur die bekomme, die ich haben will. Also sprich irgendwas, wo ich Sonderbonbon bekomme oder irgendwas, wo ich zum Beispiel Mankey, Ponyta oder Makago treffe. Das mit Tangela habe ich leider nicht bekommen. Dreimal Gift ist eigentlich auch nicht uninteressant. Da kommt Slimer. Ich habe schon genug Slimer, aber für die meisten meine ich jetzt. Und ein paar Slimer-Bonbons kann ich, glaube ich, noch gebrauchen. Hab dann sowas bekommen wie zum Beispiel 7 super effektive Charge-Moves einsetzen. Dann gibt es ein Sonderbonbon. Das fand ich nicht schlecht. Oder gewinne einen Raid-Kampf, Stufe 3 oder höher. 2000 Staub. Also wegen Doppel-Staub-Event. Normal wäre es, glaube ich, nur 1000 Staub. Also da immer schnell aussortieren und nur nach den besten Sachen suchen. Solche Sachen wie erhalte 5 Bären oder 10 Bären oder 5 Pokébälle oder sowas. Tränke, Beleber habe ich immer direkt weggeschmissen. Ein paar Sachen hatte ich übrig gelassen, nicht weggeschmissen, weil ich mir nicht mal sicher war. Keinen Plan hatte, was da rauskommt als Belohnung. Falls ihr das auch nicht wisst, ich habe ein Video dazu gemacht. Sollte ich mir vielleicht selber auch nochmal anschauen. Und zu den anderen Sachen natürlich auch. Checkt die ab unten in der Beschreibung, damit ihr nichts verpasst. Alles rund um die Quests. Aber das Wichtigste sind ja die Feldforschungen für Mew. Bin dann endlich fertig gelaufen mit Mewtwo. Hab geschaut, was ich so dann nehmen kann als neuen Buddy. Wollte erstmal mit Barschua laufen, weil mit dem muss ich so oder so laufen. Aber der braucht 5 Kilometer, leider nicht ein, so wie Carpador. Deswegen habe ich dann Geowatz genommen, der braucht nur 1 Kilometer. Dann musste ich noch 1 Kilometer mit dem laufen, was kein Problem ist. Und dann habe ich endlich Stufe 2 der Spezialforschung erledigt. Nebenbei, durch das ganze Laufen, auch ein paar Pokémon geschlüpft. Ein Knackleon war dabei,
602. Ich weiß jetzt nicht, wie viel IVN 100 hat, aber von der Bewertung her war der gar nicht so schlecht. Dann leider auch so ein Schmarrn wie Pfiffchen. Außer ein bisschen zu Ghostguard momentan in den 2 Kilometer Eiern. Dann ein paar Feuer-Pokémon gefangen für die eine Quest. Fange 3 Feuer-Pokémon. Die hatte ich sogar zweimal aktiv. Das heißt, ich habe Makago zum Beispiel dann bekommen als Belohnung. Habe den gefangen. Und das hat dann für die andere auch noch gezählt. Ponita nicht getroffen. Makago leider auch kein 100er dabei. Aber naja, hoffe ich komme da noch ein paar. Und dann bin ich endlich auf Stufe 3 der Spezialforschung gekommen. Und zwar musste ich Level 15 erreichen. Das war dann automatisch erledigt. Zweimal eine Arena bekämpfen und 2 Raids. Wie gesagt, habe dann den Flunkiefer gemacht. Immer noch auf der Suche nach einem Shiny. Immer noch auf der Suche nach einem 100er. Immer noch auf der Suche nach einem Shiny 100er. Deswegen nehme ich eigentlich jeden Flunkiefer mit. Dasselbe gilt für Absol. Den Kampf müssen wir, glaube ich, nicht sehen. Relativ unspektakulär. Level 2 Raid nur. 8,35. Eigentlich nicht so gut. 8,48 ist, glaube ich, 100. Aber der hatte 2 Werte auf 15. Da muss der dritte Wert schon ziemlich schlecht sein. Und ich dachte, das war's dann. Keine Chance, die Spezialforschung für heute noch zu beenden. Nummer 3. Aber da kam noch ein Lugia. Und zwar da hinten bei diesem Ladenzentrum. Und ich habe euch darüber schon öfters berichtet, aber der hat ab und zu Raids, die echt lange dauern. Um 22 Uhr kam dann noch einer. Ja, und den haben wir dann gemacht, Lugia. Auch da nichts Besonderes. Lugia nicht gefangen, 2010 oder so. Habe immer noch kein Shiny, habe immer noch keinen guten. Lugia echt leidend. Davor noch die 2 Arena-Kämpfe reingequetscht. Und dann endlich Stufe 4. Ich weiß, die meisten sind schon viel, viel weiter. Labern die ganze Zeit, wie schwer es ist, Ditto zu fangen und die 10 Geister. Aber ich bin noch nicht mal so weit. Ich bin jetzt bei Silber Kanto-Medaille. Das war auch automatisch dann erledigt. 5 Candies, 5 Bonbons wieder erlaufen mit dem Buddy. Das heißt 5 Kilometer laufen. Das ist richtig leidend, dieses Laufen. Und 20 Pokémon entwickeln. Dazu habe ich einfach eine Entwicklungssession gemacht. Eigentlich entwickle ich nur bei Doppel-EP-Event. Ansonsten spare ich mir diese Ressourcen auf. Aber jetzt muss ich es halt machen. Gar nicht so übel. Habe ich ein bisschen Platz im Beutel geschafft. 1 Kilometer habe ich dann noch erlaufen. Durch den Buddy. 4 Kilometer, die laufe ich heute noch. Und dann kommt es, glaube ich, mit dem Ditto und den Geistern. Ich lasse mir Zeit. Das war's eigentlich. Also ich lasse mir Zeit mit den Quests. Keine Eile. Man kann die nämlich nur einmal machen. Das war's dann. Und dann ist vorbei. Ein Mew kann man fangen. Das hat übrigens 100% Fangrate, Fangchance. Und zwar kann es nicht fliehen. Und man hat unendlich Pokébälle zum Werfen. Das mit dem AR-Modus, da ist man sich noch unsicher. Viel Gemunkel. Viele sagen, es geht nur im AR-Modus, weil bisher kamen nur Videos im AR-Modus. Viele sagen, man braucht keinen AR-Modus, es geht auch ohne, weil viele haben Probleme mit AR-Modus, so wie ich. Wir werden sehen, spätestens wenn ich soweit bin und es dann machen muss. Aber das dauert noch eine Weile, weil ich hetze mich da echt gar nicht. Aber schreibt unten rein, wie weit ihr seid und ob ihr euch hetzt oder ob ihr euch auch Zeit lasst, so wie ich. Und ansonsten, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.